Hallo und herzlich willkommen bei Kräuter und Gewürze, bei à la Frigo, Essen, was schmeckt. Heute haben wir ein Gewürz, welches sehr, sehr bekannt ist, aber kaum mehr zu haben ist. Das Ganze heißt Estragon. Estragon wird in schönen Plastiktüten geliefert. Wir haben eine ergattert, das war gar nicht so einfach. Dann sieht das so aus. Und wenn wir jetzt hier eine runter machen und uns das Kraut mal anschauen, dann riecht es ein bisschen nach Anis. Und ein bisschen nach, ist ein Wermutkraut ein bisschen verwandt und wird in Deutschland seit jeher benutzt. Hieß früher Dragonerkraut unter anderem oder Dragonkraut und daher kommt auch der Name her, Estragon. Das ist das einzige Gewürz übrigens in Deutschland, welches Verwendung fand, bevor es im Römischen Reich eingesetzt wurde. Alle anderen Kräuter, die wir in Deutschland kennen, wurden vorher schon in Rom benutzt oder bei Rom oder um Rom oder während der Zeit des Römischen Reiches. Unser Estragon nicht, der kam aus dem Orient früher nach Deutschland als ins Römische Reich. Hier haben wir das Ganze ein bisschen gerebelt, getrocknet. Das heißt, man kennt das ja von dem Estragon-Essig, den wir übrigens auch separat in einer Sendung haben. Da ist immer dieses schöne Pflänzchen drin getrocknet. Und kommt dann da rein und dann ist dieser Essig angesetzt und dann kann der hier 8 Wochen dahin arbeiten und dann wird der dunkel gehalten und das ist super cool für die Spargelgerichte, für Suppen, für Abendessen. Einfach nur ein sehr angenehmes Kraut, welches wohltuend ist für die Verdauung. Zu viel davon ist nicht gut, aber regelmäßig gegessen in bestimmten Mengen sorgt für Wohlbefinden und ist sehr gut für den Verdauungsapparat und schmeckt vor allem. So, da haben wir unser Estragon. Ja, probiert es aus. Es ist einfach eine angenehme Gewürzmischung, wenn ihr sie bekommt, wenn ihr sie kaufen könnt. Wir waren wochenlang unterwegs, um frischen Estragon zu kriegen. Es war nicht möglich. Und das waren über 20 Geschäfte in Berlin und auf sämtlichen Märkten ebenfalls, in Kräuterläden. Was Frisches, ganz und gar nicht. Heute haben wir es zufälligerweise geschossen, das Ganze, und deswegen präsentieren wir euch ganz frisch diese schönen kleinen Blätter, die wir haben.